Wie gut ist die Fifth Styling Mass Pomade von Blumann? Starten wir wie immer mit der Verpackung. Ich habe jetzt hier die Reisegröße aus dem Discovery Kit in der Hand, bewerte aber die Originalgröße an dieser Stelle. Der Tiegel ist wie immer auch hier dann nicht der wertigste, aber hier hat jemand mitgedacht bei der Verpackung und auch wirklich eine wertige Verpackung im Sinne von wertige Informationen, hilfreiche Informationen auf die Packung drauf gemacht und das wird an dieser Stelle auch mit einer guten Punktzahl belohnt. Weiter geht's mit dem Geruch. Wir haben hier einen angenehmen, pfefferminzartigen, leichten Geruch, was mir an dieser Stelle gut gefällt. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 25% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird mit einem hohen Halt geworben, einer hohen Textur und mit einem leichten Glanz beim Finish. Schauen wir mal, ob das hier drin ist. Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Weiter geht's mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Wir haben hier eine etwas härtere, leicht klebrige Creme, die tatsächlich beim ersten Eindruck sehr interessant aussieht. Weiter geht's mit dem Auftragen des Produktes. Leute, das ging an dieser Stelle nicht ganz so einfach, wie man das von anderen Produkten kennt. Ich hatte hier tatsächlich meine Mühe, um das Produkt wirklich in den Händen zu verreiben. Man muss da wirklich ordentlich Gas geben und auch dann wird es schwierig, das Produkt zu verteilen. Das Produkt wird nämlich so leicht faserig. Ich hoffe, das kann man an dieser Stelle bei den Aufnahmen erkennen. Und da war ich jetzt nicht so drauf eingestellt. Heißt, an dieser Stelle auf jeden Fall Obacht geben. Kommen wir zum Styling. Beim Styling habe ich jetzt nicht so viel gefreestylt. Ich habe meine Haare lediglich etwas angefeuchtet, nur leicht, habe meine Haare dann etwas gebürstet und habe dann das Produkt in meine Haare eingearbeitet. Auch hier aufpassen, Leute, das Produkt ist immer noch in den Händen sehr faserig, auch wenn ihr es verteilt habt. Dementsprechend auch das Produkt ordentlich in eure Haare verteilt. Aber ich muss sagen, ich war dann doch relativ schnell am Ziel mit dem Styling. Von daher kann ich an dieser Stelle auch guten Gewissens ein paar gute Punkte geben. Meine Nachherfrisur sah nach dem Styling dann wie folgt aus. Kommen zum Halt. Wir haben hier keinen starken Halt, aber wir haben einen guten, soliden Halt, der über den Tag verteilt auch ausreicht. Wenn man möchte, kann man an dieser Stelle noch mit Haarspray nacharbeiten. Ich habe das an dieser Stelle allerdings nicht gemacht, weil mir der Halt gereicht hat. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem leicht glänzenden Finish geworben und das bekommt ihr auch an dieser Stelle, man kann sagen, der Dandy-Look des 21. Jahrhunderts. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Kommen wir zur Auswaschbarkeit. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr das Produkt benutzt habt, anschließend Shampoo zu verwenden, um das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Und was den Preis angeht, ihr bekommt die Originalgröße von der Fifth Sample Styling Pomade von Blumann für roundabout 30 Euro, was ich an dieser Stelle ein Ideechen zu viel finde, aber ihr bekommt wirklich, was die Performance-Punkte angeht, ein gutes Produkt. Kommen zum Fazit. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, ich kann das Produkt trotz der Probleme beim Auftragen weiterempfehlen, gerade was die Performance-Punkte angeht. Und ich würde es vor allen Dingen Leuten empfehlen, die den Dandy-Look des 21. Jahrhunderts favorisieren. Was meine ich damit? Es gibt ja so Pomaden, die wirklich so einen richtig shiny, wet Look machen. Das ist eine Pomade, die einfach so einen leichten Glanz gibt, trotzdem Textur verleiht und auch einen guten Halt hat. Heißt, Leute, die sowas haben möchten, werden mit dem Produkt definitiv happy werden. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Die Fifth Sample Styling Mass Pomade von Blumann bekommt all in all 38 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Box. Und auf diesem Wege wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurem Dandy Look des 21. Jahrhunderts.